Dieses Maisfeld hat das Potenzial, Geschichte zu schreiben. Hier unternimmt das Startup Seed Forward aus Quakenbrück bei Bremen aktuell Versuche, um Nutzpflanzen wie Mais mit umweltfreundlichen Verfahren und weniger Chemie zu den gleichen Ernteergebnissen zu führen, zum Wohle der Umwelt. Was wir glauben, ist, dass über die letzten Jahrzehnte es sich einfach so eingebürgert hat, es immer so zu machen, wie es gemacht wird, dass es an der Zeit ist, auch Anbauverfahren zu verändern und auch andere Produkte zu testen, die eben das auf einer biologischen Art und Weise umsetzen können. Jakob Pussmann ist einer der beiden Gründer und überwacht heute die neue Saatgutbeschichtung, die Seed Forward entwickelt hat und die als GrainGuard bereits vermarktet wird. Diese Beschichtung hat erstaunliche Vorteile. Jetzt sehen wir quasi die mit GrainGuard behandelten blauen Körner. Die haben jetzt ihren Schutzfilm erhalten, der dafür sorgt, dass die Pflanze gestärkt wird, das Wurzelwachstum sich besser entwickelt und dass das Getreide besser keimt nachher. Der Weg zu marktreifen Produkten führt die Gründer auch zu Elke Hase von Picoplant in Oldenburg, einem Fachbetrieb für die Aufzucht von Jungpflanzen. Hier bekommen Jakob Bussmann und sein Mitgründer Jan Ritter sehr schnell das Feedback, ob der natürliche Stärkungscocktail der Pflanze gut getan hat. Da sieht man also allgemein die Vitalität der Pflanzen. Nicht? Man spürt das, man hört das, dass die kräftig ist, sehr gut durchwurzelt. Also so wollen wir die haben, das ist ideal. Das ist wirklich pure Nachhaltigkeit, die gefordert wird. Keine oder weniger Chemie. Jedes bisschen, was weniger ist, ist gut aus meiner Sicht. Und es ist, vom Gesetzgeber werden ja auch immer mehr Substanzen nicht wieder verlängert in der Zulassung. Mit Recht. Genau deshalb wird hier im Labor die sogenannte Mikrovermehrung in natürlichen, also chemiefreien Wachstumsmedien getestet. Daran forscht Seed Forward als Uni-Ausgründung schon seit 2015. Die Vorteile liegen für die Gründer auf der Hand. Ja, dass man zum einen Kosten spart, einen besseren Fußabdruck hinterlässt, also einfach ökologischer produzieren kann und hoffentlich auch effektiver. Also speziell bei der Heidelbeere konnten wir die Ausfallraten um 30% reduzieren. Das ist dann wirtschaftlich gesehen ein echter Mehrwert für eine Firma wie Picoplant. Veredelte Düngemittel und organisches Saatgut sind die beiden Felder, auf denen Seed Forward den Landwirten zählbare Vorteile verspricht. Man kann eben nur wirklich auf dem Feld die überzeugen. Ne? Wenn dann die Pflanze oder Bestand besser draufsteht, dann kommt man weiter. Wenn nicht, dann war es das auch schon. Erste Ergebnisse auf dem Feld liefern genau solche Argumente. So konnte die klassische Maisdüngung dank Seed Forward um 50% reduziert werden. Denn die Wurzeln der behandelten Maispflanzen sind besser ausgebildet und es sind mehr Nährstoffe verfügbar. Das bestätigt auch Landwirt Horst Wieligmann aus Westerkappeln bei Osnabrück. Dieser Mais ist hier auch mit MaisGuard gebeizt und wir bilden uns ein, dass der Stängel dadurch ein bisschen dicker ist. So. Und 1 mm Stängeldurchmesser bringt mehr wie 1 Meter in der Höhe. Die kommende Ernte soll nun den endgültigen Beweis liefern. Unterdessen plant Seed Forward bereits das internationale Wachstum. Die Reise geht dahin, dass wir uns in unserer Nische der Biostimulantien und der Saatgutveredelung als Spitzenreiter positionieren wollen. Das ist die nächste Zielstellung und es nach und nach organisch wachsen zu lassen. Wie gut sich das Unternehmen bereits entwickelt hat, zeigte sich nun auch beim KfW-Award Gründen 2019. Im Bundeswirtschaftsministerium wurde Seed Forward von der KfW als Landessieger Niedersachsen ausgezeichnet. 3 Kunden habe das Startup, sagen die Macher. Die Landwirte, die Pflanzen und die Böden. Es sieht so aus, dass alle 3 mit der Arbeit von Seed Forward sehr zufrieden sind.